separate ways. Cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to, that I used to, that I used to. Ach nein. Jo Freunde, willkommen wieder zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Im gestrigen Video, wo ich mit euch gemeckert habe, wollte ich euch wirklich mal wirklich tacheles sagen. Aber ich habe heute ist noch Mittwoch, ich habe dieses Video vorproduziert, fort wieder alle Fragen, hast du dieses Video am gleichen Tag gedreht? Nein, doch, so. Ich habe ausgerechnet, meine Hände sind ziemlich dreckig geworden, davon die langen, ein bisschen lange schon da. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Geld habe ich jetzt hier für meine ganzen Lego-Magazine ausgegeben. Ich werde es euch zeigen. Manche sind noch nicht offen, aber ich habe es damit gerechnet. Leute reden hier von einem Haufen Geld. Durch diese Zahl da habe ich mit meinen Ohren geschlackert. Und manchmal dachte ich, wo ich das sah, ich dachte, ich brauche nicht. Na. Leute, das ist kein Scherz. Das hier, Das hier sind alles Lego-Magazine. Davon sind jetzt noch ein paar wirklich noch nicht geöffnet, aber muss ich ja mitrechnen, ne? Das sind alles Lego-Magazine. Und wenn wir jetzt auf mein anderes Handy mal auf den Preis gucken, Leute, dann kriege ich den Herzinfarkt. 528 Euro. Das hier. Das sind fast 600 Euro. Ich habe wirklich bei manchen Kosten sogar schon 5 Euro. Bei manchen waren es sogar sowas wie limitiert oder sowas hier. Hier, zum Beispiel die 5,20 Euro. Ich habe wirklich schon, wirklich beim Film rechnen wir ungefähr, wirklich all insgesamt. Ich habe immer jeweils 4 Euro gerechnet. Rechnen wir insgesamt fast 600 Euro reden wir davon. Und das hier. Leute, von 600 Euro dachte ich mir, keine Ahnung, fast hier Häuser, 10.000 Häuser kaufen können. 600 Euro, dieser Haufen hier. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Nur einfach wirklich mal zu zeigen, ey Leute, ich mache das hier aus ganzem Herzen, ich mache es gerne weiter. Aber da möchte ich auch was von euch. Leute, abonniert, teilt diese Videos, liked es ohne Ende, schreibt nette Kommentare, schreibt Ideen. Aber 600 Euro hier, Leute, das ist nicht mehr normal. 600 Euro für, weiß ich nicht, wie viel Hefte das hier sind. Das sind fast, keine Ahnung, das sind vielleicht geschätzte 100, über 100, 200, 300. Das sind wirklich echt viele Hefte, ihr seht das. Das sind echt wirklich viele Hefte, auch hier. Klar sind auch doppelt dabei, aber es ist auch so wirklich, das ist auch bezahlt worden von mir. Alles aus meiner Tasche. Ey, da habe ich echt jetzt mit meinen Augen echt gucken müssen, ehrlich. Wir reden hier von fast 600 Euro, die hier liegen. Wie ich das hier mal wie so einen Eindruck kriege, wie was ich hier schon an Geld verscheuert habe für nichts. Sag mal, ohne wird es auf der Arbeit, muss ich mir immer, ne? Ach, Dominik, wieso gibst du dafür Geld aus? Deine Aufrufe passen gar nicht. Du wirst nirgends wo bezahlt dafür. Ohne Witz, wenn ich wirklich Lego anschreibe und sage, ich habe hier 600 Euro hier liegen. Und möchte irgendwie, keine Ahnung, was von euch haben. Ich mache das ja hier nicht zu, ohne Witz, ich mache die Videos, zeige euch die Figuren. Ich weiß es nicht. Vielleicht schickt ihr mal ein paar Links rein, vielleicht wisst ihr, wer mich hier anschreiben kann. Wo wir vielleicht was ein bisschen Geld abstauben können, dass wir etwas irgendwo plus machen. Aber bis wir jemals hier auf diesem Kanal Geld verdienen, dann bin ich steinalt. Wenn ich da überhaupt noch YouTube mache und wie ich das mache, dann auch nicht wirklich Sinn. Wenn ich dann auf einmal, ach, jetzt verdiene ich Geld von YouTube. Habt ihr auch schon gesehen? Habe ich zweimal, guck, das habe ich auch wieder zweimal gekauft für zwei Kanäle. Vom Freund, der Kanal, da mache ich auch seine Videos für ihn, die Videos. Natürlich kriege ich von denen auch kein Geld, das zahle ich auch aus meiner Tasche. Wo habe ich das hier? Habe ich auch nochmal für seinen Kanal gekauft. Fülle mich auch ab. Mache ich auch für seine Videos hier, habe ich auch zweimal gekauft. Das ist, ich mache ja nicht nur für mich Videos. Ich mache sogar für Leute da draußen, sogar hier zwei, drei Freunde habe ich sogar, für denen ich Videos hier drehe. Die schneide ich dann auch, bezahle die Dinger hier auch, aber ich kriege keinen Cent von denen. Die sagen nicht, ach Dominik, ich schicke dir jetzt von mir auch 10 Euro mal rüber für die Hefte.
Nee, ich krieg keinen Cent, das halte ich ja aus meiner Tasche. Und ich mache das trotzdem weiter gerne. Ja, da wisst ihr Bescheid. Also, 600 € reden wir. Also, mach's gut, ciao.